Ah, okay, hier. Der Ice Creeper in ganz weiß. Wow! Hey Leute, was geht? Kadiabos spielt Maps und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Video der ganz besonderen Art. Ja, mal wieder ein neuer Minecraft-Mod und zwar diesmal dieser Creeper-Mod. Ich glaube, der heißt Elemental Creeper und da können wir Creeper ja ganz verschiedener Arten machen oder auch zum Explodieren bringen. Wir sind hier gerade in der Schneewelt und bei diesem Mod wird uns hier im Inventar werden noch weitere Creeper angezeigt, wie zum Beispiel der freundliche Creeper, was ist so der Cake? Creeper, Solar Creeper, Ender Creeper, Stein Creeper, so und natürlich der normale auch noch. So, wie funktioniert der normale? Der sieht natürlich so aus, ne, den kennen wir. So, ich bin im Kreativmodus und möchte eigentlich auch nicht in den Überlebensmodus gehen, deswegen habe ich entdeckt, dass man die auch mit einem Feuerzeug anzünden kann anscheinend. Wie bei TNT, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ne? Das ist ein normaler Creeper, kennen wir. Ne? Also nichts Besonderes. So, gehen wir doch mal zum nächsten über. Packen wir uns doch einfach mal ein paar hier hin. Also, ich würde gerne den Feuercreeper mal sehen. Den Wassercreeper. Der Kekscreeper. Wen haben wir noch? Endercreeper würde ich gerne nochmal sehen. Und nochmal Illusionscreeper. Icecreeper. Was haben wir denn noch? Firework Creeper will ich mal sehen. Ich glaube, dann gucken wir mal gleich, ob wir noch irgendeinen finden. Aber die reichen ja erstmal. Also, wir gucken auch immer, wie die aussehen, Leute. Also, wir haben jetzt hier den Illusionscreeper. Okay, der sieht schon mal grau-weiß. Schaut uns auch so komisch an, Leute. Was, wenn wir dich anzünden? Was passiert da? Ah, entstehen dann andere Creeper? Ist das vielleicht... Das kann doch sein, oder? Ne, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Also mit denen kann man nichts machen. Vielleicht ist er dafür verantwortlich. Gehen wir zum Feuercreeper. Cool. Was passiert mit dir, wenn du... Ah, okay. Ja, natürlich. Setzt eine Fläche in Brand. Dann gehen wir doch zum Wassercreeper, der wahrscheinlich das gleiche nur in Wasser macht. In einem schönen Blau auch. Schau ich mal kurz an. Irgendwie komisch, einen Wassercreeper anzünden. Ja, genau. Da passiert das. Aber auch nur bis zu einer gewissen Fläche. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Kekscreeper. Ja, der wird wahrscheinlich Kekse verteilen. Ja, okay. Ja, hier ist ein Keks. Hier sind Kekse. Ja, 5 Stück. Okay, der Endercreeper, der interessiert mich. Okay, der verschwindet auch direkt. Also ist ein Creeper wie ein... Ob ich wohl... warte. Also okay, das ist ein ganz... Also Endercreeper, wie ein Ender. Ah, okay, hier. Der Ice Creeper in ganz weiß. Wow! Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass so viel Eis hier entsteht auf einmal. Natürlich in der Eiswelt. Aber das sind hier, glaube ich, die Illusionscreeper, oder? Weil da können wir nichts machen. Ich glaube, das sind keine echten. Dafür ist der Illusionscreeper halt verantwortlich. So, dann der Wow! Der sieht ja richtig cool aus. Der sieht ja richtig fein aus. So, was passiert mit dir? Da kommt wahrscheinlich Firework. Ja. Da, wie ein Creeper. Cool. Okay, damit hätten wir die ja schon mal abgehakt, aber ich möchte noch ein paar weitere sehen. Ich möchte den Rückwärts-Creeper, den Magma-Creeper möchte ich sehen. Den Licht-Creeper möchte ich gerne sehen. Den dunklen Creeper. Psycho-Creeper. Freundlichen Creeper brauchen wir ja gerade nicht. Die sind alle gerade. Wasserstoff-Creeper würde ich mal sehen. Und den Solar-Creeper. Okay. Erfahrungsfest. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Solar-Creeper an. Okay, der sieht mal richtig anders aus. Oder Leute, schaut euch den mal an. Also der sieht mal ganz anders aus diesmal. So, was passiert mit dem Solar? Wow, okay. Alles klar. Der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Explosionsrate anscheinend. Kümmern wir uns um den Psycho-Creeper. Okay, lila. Was ist der wohl gemacht? Vielleicht nicht viel. Der ist anscheinend einfach nur weg.
Der verschwindet anscheinend. Macht vielleicht unsere Psyche kaputt, aber irgendwie auch nicht mehr. Der dunkle Creeper, der direkt brennt. In Grau. Vielleicht machen wir das... Vielleicht machen wir das auch nachts, nicht, dass sie hier ständig verbrennen. Genau. Schaffen wir nochmal den dunklen Creeper. So, der sieht so aus. Oh, da passiert nichts irgendwie. Okay. Wie sieht es mit dem Lichtcreeper aus? In einem Gelb. Ich finde es halt cool, dass die Creeper auch anders aussehen ständig. Ja, ist ja klar. Ja, okay, das sind so Magma-Lichtblöcke. Das sind einfach nur Lichtblöcke. Nee, Magma nicht. Doch, einfach nur so Lichtblöcke. Okay. Wasserstoff-Creeper in Grün, okay. Ich hätte mir eher den Schleim-Creeper in der Farbe vorgestellt. Okay, der ist jetzt nur geplatzt. Der Magma-Creeper. Ja, der wird, oh, der ist hier so im Pink. Der wird einiges vorhaben. Zeig mal her. Ja. Der setzt hier alles schön in Magma bzw. Lava um. Fällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier noch den Rückwärts-Creeper, Leute. Der hat einfach ein anderes Gesicht. Wow, okay, der baut, alles klar. Der baut von unten nach oben also. Das ist ja richtig cool. Also das ist, glaube ich, mit der coolste Creeper, muss ich sagen. Ja, sehr stark. Instant Berg oder Instant Höhle. Also hier können wir sozusagen unsere Creeper sehen, ne, die wir mit dem Creeper-Mod erstellen können. Ähnelt sehr, sehr dem Too Much TNT-Mod. Ne? Wobei der natürlich viel krasser ist, weil wir da einfach explodieren lassen können, was wir wollen. Und Höllen erschaffen können und auch Welten, die es sonst gar nicht so in Minecraft gibt. Leute, der Creeper-Mod oder Elemental Creeper-Mod. Was sagt ihr dazu? Gefällt ihr euch? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es gefällt, gerne Daumen hoch. Wenn es gefällt, Daumen hoch. Untergang früh. Sollen wir diesen Mod auch mal Nina zeigen? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!